Hallo, was machen Sachen? Ja, ich habe endlich doch mal geschafft, das Timelapse-Video fürs Salami-Brötchenmodell fertig zu kriegen. Es hat alles ein bisschen länger gedauert. Ich wohne fies krank, hatte dann keine Stimme mehr, dass das alles ein bisschen schwierig macht. Ich wollte auch nicht einfach nur Musik abspielen lassen. Ich wollte schon ein bisschen was zu dem Modell sagen und drumherum. Ich denke, das ist ein bisschen spannender wie nur Musik mit dem Timelapse im Hintergrund, wenn ich ein bisschen was erzähle auch zu dem Modell. Ja, an für sich eigentlich ganz lustig, wie es zustande gekommen ist. Es wollte mal wieder ein bisschen was im Blender machen, wusste nicht genau was und habe dann ein bisschen durch YouTube gestrollt und dann ist mir das Profilbild von Salami-Brötchen aufgefallen oder Salami. Und ich fand das eigentlich echt knuffig und denkste, das wäre doch eigentlich eine coole Sache, mal als 3D-Modell zu machen. Problem dabei ist, das Modell oder das Profilbild ist ja relativ klein und man hatte nur das Gesicht. Also bin ich hingegangen, habe in Photoshop einmal mal mir den Rest dazu gedacht, den man auch hier an der Seite sehen kann auf der Play, habe ich mir jetzt einfach freihand ein bisschen ja, das Modell selbst verbildlicht, damit ich einfach eine Richtlinie hatte, wohin ich das machen sollte. Ich habe jetzt kein Turntable gemacht, sondern ich bin allein von der Perspektive ausgegangen. Funktioniert auch, da das Modell ja relativ simpel ist. Wäre es jetzt ein Charakter, also so ein menschlicher Avatar, müsste ich mir ein Turntable machen, damit ich einfach die Perspektive nicht verliere und weiß, wie der wie geformt ist. Bei so einfachen Modellen reicht es aus für so eine einfache Ansicht. Meistens reicht das wirklich aus. Habe mich dann noch gleich ans Werke gemacht, ohne großartig zu planen. Habe dann wie immer mein Cube genommen, Subdivide drauf gemacht. Hier konnte ich mit Mirror nicht arbeiten, da es ja nicht symmetrisch ist, sondern halt asymmetrisch. Und habe dann einfach grob losgelegt und geformt, wie könnte was sein. Habe so nach und nach herausgefunden, wo was hinkommt. An für sich, die Form ist ja relativ einfach. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, im Nachhinein den Mund da reinzumachen, weil ich einfach durch die Einfachheit der Form zu wenig Polygone hatte und dann irgendwie gucken musste, dass ich da genügend Polygone habe, dass der Mund auch schön benutzbar ist, weil ich wollte den ja dann eventuell vielleicht animieren. Hindsight, ich habe es bis jetzt noch nicht animiert. Ich habe es zu einem VRM-Charakter gemacht, sprich zu einem VTuber-Modell. Und habe es einmal durch den Live-Viewer gejagt, deswegen das Tanzvideo. Ich habe selber noch nichts animiert, wie ich es eigentlich vorhatte. Ja, große Pläne, doch nichts gemacht. An für sich hatte ich ein paar Sachen nicht direkt bedacht bei dem Modell. Ich hatte zum Beispiel die Salamischeiben relativ früh abgekattet, da ich es gewohnt bin, was man nicht sieht, braucht man nicht. Habe nicht daran gedacht, dass man beim Ringen, also beim Rage-Painten von einem gerickten Charakter vielleicht auch ein bisschen mehr sehen könnte, was hier der Fall war. Ich hätte ein bisschen mehr Salami gebraucht. Ich habe mir dann ausgeholfen, indem ich die abgekappten Teile einfach rausgeschmissen habe und halt die beiden Teile oben und unten, die sind von der Form her mehr vorhanden, da fehlt nur ein kleines Stück, habe ich die passend gedreht, neue Vertices hinzugefügt, damit ich das auch später beim Rage-Painten halt, ja, nutzen kann, dass es sich biegt und nicht komplett verzerrt. An für sich, das Wave-Painten war auch gar nicht so einfach durch die Salamischeiben, dass das halt vernünftig funktioniert. Ich habe viel hin und her probiert, deswegen habe ich das Wave-Painten nicht reingepackt. Auch das Rig an sich habe ich hier und da ein bisschen tweaken müssen. Gerade was halt die Proportionen angeht von Hüfte, Wirbelsäule und so weiter, wo das bei dem Brot ist. Der Rest hat echt gut funktioniert. Durch diese sehr dünnen Ärmchen, sehr dünnen Beinchen hat das problemlos funktioniert. Nur beim Körper an sich, durch die drinnen liegende Salami, hatte ich nicht direkt aufgepasst wegen dem Vertex, dass sie wirklich allein sind, dass ich das sauber nutzen kann. Musste dann immer wieder hier was hinzufügen, da was wegmachen, hier verschieben, dort verschieben. Das habe ich, wie gesagt, für euch nicht drinnen gelassen, aber schlussendlich habe ich es dann doch irgendwie geschafft, das Modell rigbar zu machen. Also es ist jetzt komplett gerigt. Man könnte es theoretisch als VTuber-Modell nutzen. Die simpelsten Shapes sind da, also A, E, U, U sind da. Blinzeln habe ich nicht reingemacht, das sah sehr komisch aus. Es kann links, rechts, hoch, runter gucken. Man kann die Augen, also die Wimpern ein bisschen, nee, nicht Wimpern, Brauen ein bisschen bewegen. Da sind ein paar Blendshapes drin. So ein ganz simples Rig. Hatte ich eigentlich nur aus Notlösung gemacht, weil ich es dann doch nicht animiert habe und habe es, damit es sich ein bisschen bewegt, ein bisschen was Schöneres zu sehen ist. Für euer, also für das Tanzvideo, was vor der Zeit rauskam. Wie gesagt, einfach durch den Live-Viewer rein importiert und es tanzen lassen. Hat echt gut funktioniert. Den Live-Viewer nutze ich generell eigentlich immer ganz gerne, um Modelle zu testen, ob einfach auch alles funktioniert. Gerade was das Rigging angeht, ob Arme, Beine, wenn das in Motion ist, dass das halt nicht irgendwie sich komisch verformt und so weiter. Wie es vielleicht erinnert sich einer dran, mein Furry-Hasen, den ich mir, also meine Persona, die ich mir gemacht habe,
Die hatte Probleme mit den Beinen, da die sehr komisch proportioniert worden sind für Menschen. Die sind ein bisschen kaputt, aber dadurch, dass ich als VTuber-Modell nutze und nicht großartig animiere, ist das jetzt nicht so das Problem, weil bewegt ja alles nur Hüfte aufwärts. Ja, und dann habe ich euch auch ein bisschen fürs ja, Painting drin gelassen, auch wenn hier ich wieder für einen Toon-Shader gearbeitet habe. Sprich, ich habe das alles relativ simpel gemacht, relativ cartoony, da das auch einfach zur Vorlage gut gepasst hat. Ich habe hier und da ein paar Schatten hinzugemalt, ein paar Lichtkanten hinzugefügt. Alles jetzt nicht so großartig spannend, aber ich denke, das Modell an sich ist echt gut gelungen, würde ich mal meinen. Ich habe jetzt auch gerade, ehrlich gesagt, viel Lust. Ich will wieder ein paar Modelle machen. Ich will jetzt nichts so krass Kompliziertes machen, also kein komplettes Modell, wie ich es habe, weil das momentan zeitlich sehr schwierig ist. Entweder so kleinere Maskottchen wie jetzt das Salami-Brötchen oder dass ich wieder mich an meine Chibis setze, dass ich ein paar Chibi-Modelle mache von verschiedenen YouTuber. Ich habe ja die Dr. Freud-Jungs gemacht oder Männer. Ich will immer Jungs sagen, warum? Was ist falsch mit mir? Und einmal den Just Nero hatte ich ja als Chibi gemacht. Ich blende die mal kurz ein, dass ich da ein bisschen weiterarbeite und einfach mal bandbreit YouTuber mache. Wenn ihr eine geile Idee habt, welches Maskottchen oder welchen YouTuber man als Chibi mal machen könnte, haut das doch mal in die Kommentare. Vielleicht mal sehen. Gibt es dann ein Chibi von? Ich will auch wieder aktiver sein auf Twitch. Also wenn ihr Bock habt, mir in Livestreams zuzuschauen, gibt verschiedene Sachen. Wir spielen Pokémon. Wir spielen jetzt ganz aktuell Palworld. Wir spielen Minecraft. Ich bin auf dem Minecraft-Server mit einem Kumpel unterwegs. Da ist ein bisschen multilingual. Ist ganz lustig. Da ist Deutsch. Wir sprechen Englisch. Ab und zu spricht einer Spanisch. Macht viel Spaß. Oder wir machen ein paar Modelle, wir zeichnen was, wir basteln was in der Unreal Engine. Ich will für mein Modell eine eigene App machen in der Unreal Engine. Das hatte ich hier schon die ganze Zeit vor. Wir haben viel getestet. Twitchworks haben wir getestet, wie man das mit dem Chat-Einbindung machen kann. Wir haben Charakteranimationen getestet und so weiter und so weiter. Lass mir da was Eigenes bauen. Ich weiß noch nicht so genau, was ich da als Layout nehme, also wie die Gestaltung der Welt sein wird, aber ich würde gern für meinen Avatar eine kleine Welt bauen, mit dem ich halt das als YouTube-App nutze, dass wir ein bisschen Just Chatting machen können und dann könnt ihr über den Chat ein paar Sachen spawnen lassen. Vielleicht die Chibis, vielleicht die Avatare generell, vielleicht ein paar von meinen alten Avatare, die ich noch im V-Roll Studio gemacht habe. Ja, mal schauen. Irgendwie was in die Richtung, dass man Sachen nach mir werfen kann, dass man irgendwelche Events triggern kann. Das fände ich sehr, sehr lustig. Ist halt eine Menge Arbeit, aber das werde ich auch in nächster Zeit in Angriff nehmen. Und wenn ihr irgendwie Lust habt, da vorbeizuschauen, könnt ihr auf Twitch vorbeischauen. Ich werde auch teilweise auf YouTube streamen. Leider kann ich nicht alles auf YouTube streamen, wie im Multistreaming, da das meine Internetverbindung leider nicht mitmacht und ich mich für Streams auf Twitch fokussieren möchte, da man über Twitch-Chat verschiedene Aktionen aufrufen kann. Momentan auch durch das YouTube Plus kann man Sachen nach mir zum Beispiel werfen. Jetzt haben wir ganz viele Pokebälle gemacht. Da werde ich den Timelapse auch nochmal hochladen. Ich werde euch da generell werden wir ein paar mehr Sachen basteln, so Kleinigkeiten, die man werfen kann und ein paar Sachen, die man halt auch dann über meinen Boost-Account sich holen kann, werden wir auch basteln. Das ist so alles der Plan. Ich will wieder live gehen. Ich versuche jetzt jeden Abend so gegen 7, 8 auf Twitch live zu kommen. Hin und wieder auf YouTube, je nachdem, was wir machen. Ich streame mich auch auf YouTube, aber das ist halt mehr so, kommt drauf an, wie mein Internet ist, kann ich auch das machen. Sagt, wer halt aktuell sein möchte, bei jedem Stream dabei sein möchte, der guckt auf Twitch vorbei. Generell versuche ich auch in der Zukunft ein bisschen mehr auf Social Media zu machen, dass ich meine Sachen auf Instagram poste. Auf Instagram werde ich diese fertigen Sachen posten. Wer mehr Interesse hat an Work in Progress Shit und so weiter, der kann mir dann auf Twitter oder ganz neu auf Threads folgen. Ich habe alles unten in dem Linktree verschickt. Wenn er googelt, mein Name, ich heiße auf jeder Plattform eigentlich ziemlich gleich. Wanum Chan, mal mit Leerzeichen, mal mit Bindestrich. Lässt sich eigentlich immer relativ leicht finden. Entweder habe ich meinen gelben Smiley noch drin oder meinen aktuellen Avatar. Wer da Bock drauf hat, kann mir da folgen, wo er möchte, je nachdem, was er auch sehen möchte. Und dann, denke ich, war es erstmal an all den Informationen, die ich für euch habe. Ja, und dann denke ich, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr ein bisschen mehr sehen wollt, lasst doch mal ein Like, ein Abo da. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für Modelle, die wir basteln können, sei es jetzt Chibi oder ein Maskottchen, haut das auch mal in die Kommentare und mal sehen, was wir als nächstes so modellieren und zusammenbasteln. Und auf Wiedersehen. Schönen Tag noch.